Und jetzt schauen wir uns das nächste Beispiel an. 2a Kartenspiel. Beschreiben Sie ein Ereignis E im gegebenen Sachzusammenhang, dessen Wahrscheinlichkeit mit dem nachstehenden Ausdruck berechnet wird. P von E ist gleich 1 minus 20 Dreißigstel, 1929, 18 28. Ich brauche also jetzt hier ein Ereignis E, einen Sachzusammenhang und eine Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit ist also hier P von E. Okay, gut. Schauen wir uns also das an, was hier zu tun ist. Als erstes werden wir also den Sachzusammenhang noch einmal genauer uns anschauen. Dann müssen wir von vorher nachschauen. Da war also hier 20 Dienerkarten gibt es in dem Kartenspiel und 10 Zauberkarten. Und Sabine zieht zufällig, ohne zurücklegen, drei Karten werden aus dem Kartenspiel gezogen. Gezogen, ohne zurücklegen. Gut. Damit können wir also jetzt der Reihe nach uns diesen Term anschauen. Was fällt also zuerst hier auf? Also ich habe hier 1 minus. Das weiß ich dann sofort, dass hier das Gegenteil berechnet wird von dem, was danach kommt. Ja, Gegenteil von wem? Das heißt, ich ziehe ja eine Karte und ich habe hier 20 von 30. Wenn ich mir das anschaue, 20 Dienerkarten, 30 sind es insgesamt. Also ist es jetzt der erste Zug. Ich ziehe eine Dienerkarte. Eine Dienerkarte. Gut, das war der erste Zug. Jetzt schauen wir uns das zweite an. 1929. Das ist also oben und unten eins weniger. Das heißt, es sind weniger Karten und oben auch weniger. Das heißt, es ist wieder eine Dienerkarte. Okay, jetzt kommt der dritte Zug und man sieht schon, es ist oben und unten wieder eins weniger. Das heißt, ich habe hier 18 Karten nur mehr und es ist wieder eine Dienerkarte. Das heißt, ich habe jetzt dreimal eine Dienerkarte gezogen und suche das Gegenteil. Was ist denn das Gegenteil von allen drei eine Dienerkarte? Das heißt, ich muss jetzt schauen, aha, also es kann sein, dass ich eine oder zwei oder drei Zauberkarten jetzt habe. Das heißt, ich habe als Gegenteil mindestens eine Zauberkarte. Mindestens eine Zauberkarte ist bei diesen drei Karten dabei. Gut, das war's.